So, mir wurde nun mal gesagt, dass Ellie schon vorher wusste, dass sie auf Medet steht. Da muss ich mich korrigieren. Und jetzt hören wir mal, was wir hier erfahren. Da Bist bin du ich sicher? gespannt drauf. Bin heute großzügig. Siehst du das So. hinter? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Also. Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Das wäre immer noch nicht Denk hoch dran, den genug. Fall der Kugel auszugleichen. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Ich treffe einfach mal gar nichts. Zum Glück habe ich hier anscheinend endlos Munition. Lass dir Zeit. Ich treffe keinen. Doch einen jetzt mal. Bitte, ich sehe noch welche. Erwischt. Ich mach das Teil. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Ach ja. Was soll ich machen? Achso, weitergehen. Okay. Puh. Ich habe gerade einen Moment den Chat gelesen. Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Huh. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Totes Tier. Wie hoch dort bei dem Wagen. Lassen sich ja den Hirsch da satt. Was denn, welchen Hirsch? Und welchem Hirsch fressen die sich satt? Ich sehe sie nicht. Da. Ich sehe noch zwei. Keine Eile. Das ist aus. Du hast Talent. Da würde ich auch sagen, wenn ich dem einfach mal 300 Kugeln verballer, sinnlos würde ich auch sagen, ich hätte Talent. Oh, komm schon. Und die Englischsprachausgabe wird von Lady bevorzugt. Definitiv. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Unter den Gondeln am Turm? Schaut der denn hin? Da oben. Ach du Scheiße. Versuch's nochmal. Ich werde das ja niemals. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft von trockenem Laub. Oh, den habe ich schon mal gut getroffen. Was bist du denn? Wunderbar. Noch ein paar mehr. Hat gedauert, bis ich den raus hatte. Du lernst echt schnell. Ja. Drei noch. Gut gemacht. Da sind noch ein paar. Warte, bis ich Joel davon erzähle. So, wo ist der letzte? Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt der See wieder anbrennen. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Also, wir haben echt viel Munition verschwendet. Ich glaube, dass
war echt nicht gut eigentlich. Her damit. Was? Hey, danke. Bist du streng? Her damit. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joe macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Okay, was machen wir jetzt hier? Oh, wie schön das hier ist. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Gut, dann schauen wir uns mal mit um. Und wir können weiter reden. Doch, das war doch da, Willst du wirklich nicht mit? Ich weiß aber gerade nicht mehr, woher. Erwartet. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle für den Captain beiseite schieben, um ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Ach, wo wir Abby gerettet haben. Okay, stimmt. Ist hier noch was? Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass wir hier auch Zeug ansammeln. Und also, dass wir praktisch zwei verschiedene Loot-Taschen haben. Finde ich ein bisschen verwirrend, aber gut. Wir werden es ja vielleicht nochmal brauchen. Klingt okay, finde ich. Ja, das klingt schön. Finde ich halt etwas kurios, dass wir halt zweimal looten. Ach, hier ist wieder, wer alles da war. Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille? Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Unsere Route war frei und wir erwähnen auch nicht den unglaublichen Sonnenuntergang, weil das in diesem Wischentext wirklich völlig unangemessen wäre. Alles okay, vielleicht sollte ich auch anfangen, hier Blödsinn hinzuschreiben, weil das Protokoll niemanden interessiert. Alles okay, ich glaube, wir haben Mike verärgert, vielleicht sollten wir aufhören. Alles okay, hat seine Mom letzte Nacht auch zu mir gesagt, haben wir trotzdem weitergemacht. Und Jean, du bist der Hammer. Alles okay, Mike ist ein großartiger Mensch, er bedroht mich nicht mit der Waffe, damit ich das schreibe. 5 Runner an der Anhöhe, erledigt. 1 Klicker unten am Fluss, erledigt. 1 paar Runner beim Zaun. Alles okay, falls sich jemand fragt, mein Bruder kaut immer noch mit offenem Mund. Alles okay, inzwischen kann ich Pharmainsel Dell auf der Gitarre spielen. Wenn ich mir das schon anhören muss, kann ich auch mitmachen. Sehr nice. Ja, klar ist das logisch, dass der Loot weg ist, aber ich finde es trotzdem immer ein bisschen verwirrend, weil ich denn nie so weiß, wie gut wir ausgerüstet sind und so weiter. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine.
Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, naja, zwei Runner in einem Haus. Oh, ist schon krass, wie die es machen. Du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Was meinst du mit Ludwig, die Lady Utrecht? Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Ach so. Ja, den Rückblenden ist alles weg. Ja, das ist okay, aber ich muss ja auch durch die Rückblenden kommen. Da habe ich auch Angst vor, dass wir es nicht schaffen. Ja, klingt gut. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, nice. Ich sehe ihn. Ich finde das eigentlich toll, dass Joelle sich um sie kümmert. Ne? Also andere machen halt... Hab schon. Andere machen sonst Ausflüge in Zoos und sonst was und die beiden gehen auf Monsterjagd. Nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Puh, da sind doch bestimmt ein paar Gegner wieder. Ach, verdammt. Mach dir die Tür einfach auf. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Puh. Ich bin durch. Moment. Okay. Sie schon kommen. Siehst du was? Ich suche. Ich sehe es, komm, hier sind Gegner. Alles klar, oh Lady Ultramorph, ciao. Danke, dass du da warst. Mich so gut unterstützt hast und ich sterbe jetzt hier im Hotel, glaube ich. Beeindruckt? Komm rein. Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Puh.